Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum heutigen Video. Mein Name ist Jan Heidecker, ich bin Rechtsanwalt und gleichzeitig Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Urheber- und Medienrecht sowie für IT-Recht. Ich möchte Ihnen heute einmal allgemein etwas zum Thema Abmahnungen aus dem Urheberrecht erzählen. Ja, das Urheberrecht oder Abmahnungen aus dem Urheberrecht, da liegt das Besondere darin, dass man hier durchaus verschiedene Formen von Verstößen feststellen kann. Also wenn man sich das Wettbewerbsrecht anguckt oder das Markenrecht, da hat man im Grunde immer ähnliche Konstellationen. Im Urheberrecht können Gegenstand von Abmahnungen verschiedene Sachen sein. Also stellen Sie sich Folgendes vor. Es könnte sein, dass Ihnen vorgeworfen wird, gegebenenfalls fremdes Bildmaterial verwendet zu haben. Es könnte sein, dass Ihnen vorgeworfen wird, fremde Produkttexte oder allgemeine Texte, Lyrik, entsprechende Rechtstexte verwendet zu haben. Ein weiterer ganz klassischer Punkt, der in den letzten Jahren tendenziell ein wenig weniger geworden ist, ist natürlich der klassische Vorwurf des File-Sharings, also der Vorwurf dahingehend, dass Ihnen unterstellt wird, sich im Rahmen einer Internet-Tauschbörse bedient und gleichzeitig urheberrechtlich geschütztes Material angeboten zu haben. Sie sehen schon an dieser kleinen Auswahl, dass die denkbaren Konstellationen und Vorwürfe im Urheberrecht sehr breit gefächert sind, sodass diese Formen der Abmahnungen auch durchaus unterschiedliche Reaktionen erfordern. Ja, was sind denn jetzt nun mögliche Verteidigungsansätze? Das hängt natürlich logischerweise damit zusammen, welche Formen der Abmahnung Sie erhalten haben, also was Ihnen natürlich konkret vorgeworfen wird. Zum Beispiel bei Erhalt einer Abmahnung wegen der Verwendung von fremden Bildern muss man sich natürlich erstmal zunächst die Frage stellen, sind die Bilder, die zum Gegenstand der Abmahnung gemacht worden sind, überhaupt Bilder des Rechteinhabers? Das heißt, ist er entweder Urheber oder ist er entsprechender Nutzungsrechteinhaber. Diese Aspekte müssen natürlich hier entsprechend beleuchtet werden. Das würden wir uns natürlich dann im Falle einer Abmahnung einmal zusammen mit Ihnen anschauen und näher erörtern. Das Gleiche gilt letztendlich bei der Frage von der Verwendung von Texten. Ist das überhaupt ein Originaltext des Abmahners? Ja? Hat er hieran Rechte? Kann er das gegebenenfalls beweisen? Hier kommt es in der Tat immer sehr viel auf Einzelfälle an, sodass man hier genau hinschauen muss. Und hier an der Stelle ist natürlich auch der intensive Austausch zwischen Ihnen und Ihrem Fachanwalt von ganz entscheidender Bedeutung. Eine weitere Besonderheit im Urheberrecht oder in der urheberrechtlichen Verteidigung sind auch gewisse Formvorschriften, die das Urhebergesetz vorsieht. Also es kommt sehr oder sagen wir mal gar nicht so selten vor, dass mir eine Abmahnung, was im Urheberrecht vorgelegt wird, bei der ich relativ schnell sehe, dass die erforderlichen Formvorschriften, die unter anderem sich aus der Vorschrift des Paragraphen 97a Urhebergesetz ergeben, nicht eingehalten werden. Die Vorschrift gibt es schon bereits seit dem Jahre 2013, aber es gibt immer noch Kollegen, die hier durchaus Fehler machen. Das sind natürlich sehr gute Einfallstore für eine Verteidigung, um hier gegebenenfalls selber Ansprüche geltend zu machen. Das schauen wir uns natürlich als Spezialkanzlei immer ganz genau an. Das ist eigentlich bei mir immer so der erste Aspekt, wo ich hinschaue, weil wenn man Formfehler entdeckt, diese Formfehler ausnutzen kann, ist man natürlich schon einen sehr guten Schritt in die richtige Richtung gegangen, sodass man entweder die Abmahnung ganz abgewehrt bekommt oder halt dies als Grundlage, als Verhandlungsmasse für die Reduzierung der Kosten nimmt. Ja, die Frage der Kosten, das ist natürlich immer ein ganz wesentlicher Aspekt in urheberrechtlichen Abmahnungen oder in Abmahnungen allgemein. Auch im Urheberrecht gelten durchaus hohe Streitwerte, was letztendlich im Übrigen auch der Grund dafür ist, dass Urheberrechtsfälle meistens nicht über Rechtsschutzversicherungen abgerechnet werden können. Das wundert häufig die Mandanten. Also ich
kann mich jetzt so auf Anhieb bei einer vierstelligen Anzahl von bearbeiteten Abmahnungen nicht an einen einzigen Fall erinnern, wo wir mal eine entsprechende Rechtsschutzzusage erhalten haben. Aber wie sieht das aus mit den Kosten? Einerseits werden natürlich immer Anwaltskosten geltend gemacht, die sich anhand des Streitwertes berechnen. Kleines Rechenbeispiel, mal angenommen, Sie bekommen eine Abmahnung im gewerblichen Bereich für die Verwendung eines Bildes. So sagt beispielsweise hier das Landgericht Köln, dass der abstrakte Streitwert bei 6.000 Euro liegt, würde bedeuten, dass an reinen Anwaltskosten rund 600 Euro schon mal anfallen würden. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben mehrere Bilder verwendet. Es ist zwar so, dass jetzt hier keine starre Multiplikation erfolgt, also dass es unbedingt heißt, bei 10 Bildern die sind 60.000, aber es geht schon in diese Richtung. Zum Beispiel bei einem 60.000er Streitwert sind Sie alleine schon bei Anwaltskosten bei rund 2.200 bis 2.500 Euro. Das heißt, es besteht natürlich alleine vor dem Hintergrund der tendenziell hohen Streitwerte ein hohes Kostenrisiko, insbesondere dann, wenn die Angelegenheit nicht vernünftig vertreten wird und die Sache dann gegebenenfalls in ein gerichtliches Verfahren mündet. Das sind einmal die Anwaltskosten, dann natürlich ganz klar im Urheberrecht, was wird noch geltend gemacht? Der Schadensersatz, der Lizenzschadensersatz. Ja, auch hier unterscheidet sich natürlich die Höhe des Schadensersatzes immer aufgrund des entsprechenden Vorwurfes. Ja, zum Beispiel bei Bildern ist ganz entscheidend, wie lange wurde das Foto benutzt. Kommt eventuell noch hinzu, dass der Urheber bei der Bildnutzung nicht benannt wird, was natürlich häufig der Fall ist, wenn man fremdes Bildmaterial benutzt, dann setzt man natürlich nicht noch den Fotografen darunter. Frage natürlich auch bei Texten, was kann da verlangt werden? Da spielt eine große Rolle, wie lang ist der Text? Auch welche Schöpfungshöhe hatte der Text, inwieweit wurde der Text in der Vergangenheit durch den Rechteinhaber schon verwertet. Das sind alles Aspekte, die man sich anschaut. Und da können halt durchaus auch vier bis fünfstellige Schadensersatzbeträge durchaus bei rauskommen. Auch hier ist natürlich dann unsere Aufgabe als verteidigende Kanzlei, diesen Schaden für Sie so gering wie möglich zu erhalten oder diesen natürlich je nach Konstellation ganz abzuwenden. Wie verhalte ich mich jetzt bei Erhalt einer solchen Abmahnung, unabhängig davon, ob es sich um eine Bilderabmahnung, Texteabmahnung, Falschschädigenabmahnung, Rechtstexteabmahnung handelt? Es gibt im Grunde immer die gleichen, wir nennen es immer so ein bisschen goldene Regeln. Regel 1, Frist einhalten, damit es nicht zu einem gerichtlichen Verfahren kommt. Regel 2, keine Kontaktaufnahme mit dem Gegner, um nicht irgendwelche Tatsachen oder gar schon Vergleiche mit der Gegenseite am Telefon zu schließen, obwohl man das vielleicht gar nicht wollte. Das sind sicherlich ganz entscheidende Aspekte. Dritter Aspekt ist auf jeden Fall, unterschreiben Sie keinesfalls ungeprüft die strafbewährte Unterlassungserklärung. Diese muss in 99% der Fälle immer in irgendeiner Form abgeändert werden, weil entweder zu viel drin steht, der Vorwurf zu weit formuliert ist, Sie sich daher dann gegebenenfalls im Falle der Unterschrift zu etwas verpflichten, wozu Sie sich gar nicht verpflichten müssen. Das sind alles Aspekte, die fachanwaltlich ganz einfach geprüft werden müssen, weil Sie natürlich bedenken müssen, dass Sie an eine solche Unterlassungserklärung letztendlich ein Leben lang, mindestens 30 Jahre, wie auch immer, gebunden sind. Auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit. Wenn Sie eine solche Abmahnung erhalten haben, schicken Sie uns diese gerne zu. Wir vertreten Ihre Interessen bundesweit. Wir haben erhebliche Erfahrung in diesem Bereich. Senden Sie uns die Abmahnung dann gerne an ra@kanzlei-heidecker.de zu. Wir schauen uns die Abmahnung an und rufen Sie im Regelfall am gleichen Tage zurück. Natürlich, wenn Sie eine Abmahnung erhalten haben, rufen Sie uns auch gerne unmittelbar an. Wir sprechen erst drüber, Sie schicken uns dann die Abmahnung. Und dann schauen wir, ob wir da zusammenkommen, ob wir Ihnen weiterhelfen können, was wir im Regelfall auf jeden Fall können. Ich bedanke mich erneut für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Ihnen das Video gefallen hat. Ich wollte Ihnen hier mit so einmal die groben Züge des Umgangs mit urheberrechtlichen Abmahnungen schon mal nennen. Ich freue mich auf jeden Fall auf Ihre Kontaktaufnahme und ich sage bis bald. Tschüss.